Neue Folge Mafia 3. Herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder Fabian und wir fahren direkt los, schon wieder mit dieser Karre. Die einzige, die wir bis jetzt getuned haben. Und heute gehen wir zu Jackie Grimaldi. Mit dem müssen wir mal reden, denn wir wollen ja da nach dem Update, wie die Autos hier wegfliegen, ist nicht mehr normal. Oder liegt es daran, wie ich das Fahrzeug getuned habe? Könnte eben auch sein. So, wir müssen quer über die Map, 1600 Meter. Eine längere Fahrt. Mal schauen, ob wir da heile ankommen. Ich bin nicht so sicher. Wir heben auch hier schon fast wieder ab. Ich kann kaum auf die Karte schauen, weil ich immer ein Auge auf die Straße werfen muss. Zum Beispiel hier. 20 Meter Bremsspur. So, die Hälfte haben wir ja schon geschafft. Geht recht fix. Okay, jetzt kommt hier so eine Brücke. Die sagt mir erstmal nichts. Ah, sind wir auch schon fast da. In Frisco Fields, wo alles so modern und neuartig ist. Mit Teerboden und so weiter und so fort. Ja, und hier hat sie ja noch einen Platz für uns, oder? Aha, Jackie Grimaldi. Jackie? Ein gemeinsamer Freund schickt mich. Ich dachte mir schon, dass Johnny den Freund erfunden hat. Aber die Geheimnistuerei ist ein bisschen viel. Sie kennen Donovan. Kann man so sagen. Ich bin Sonderermittlerin für Finanzen. Das Finanzamt untersucht Olivia Marcano? Für Steuerhinterziehung ist sie zu schlau. Ich ermittle gegen einen Mann, der für sie arbeitet. Chester Moreau. Meinen Hinweisen zufolge finanziert er die Southern Union. Dachte mir schon, dass die Rassistenschweine damit drin hängen. Ich suche einen Remy Duvar. Er ist da der Boss oder sowas. Was auch immer die Verbindung ist. Sie geht tief, ist geheim und bringt eine Menge Geld. Sehr viel mehr, als man von einem Gebiet wie Frisco Fields erwarten würde. Das FBI hat es eine Weile untersucht, aber keiner redet. Glaub mir. Wenn ich einen von den Wichsern erwische, dann redet er. Denke ich auch. Mein einziger anderer Hinweis ist, dass die Southern Union im ganzen Viertel Propagandaverstecke hat. Ist nicht viel, aber wenn du dir die vornimmst, werden die richtigen Leute auf dich aufmerksam. Ja, wenn Moreau beginnt Geld zu verlieren, will er wissen, warum. Ich komme wieder, wenn ich was Handfestes habe. Hier redet niemand. Ich denke, sie müssen direkt an Chesters Leute herankommen. Okay. Die Southern Union verhökert rassistische Pamphlete und Utensilien, um schnell Geld zu verdienen. Zerstöre alles, was du in dieser Art finden kannst. Donovan sagt, sie haben das PCP-Labor zerlegt. Beeindruckend. Moreau und die Southern Union. Keine Ahnung, ob sie mit Marcano arbeiten, für ihn oder vor seiner Nase. Chester Moreau, Southern Union. Altes Geld, wobei niemand weiß, wo es herkommt. Er ist der... erhaltet die Wer... Ja, und so weiter und so fort. Aha. Was ist das? Eine Versammlung hier. Die Brüder. Das ist eine Versammlung, oder? Vorräte. Ah, nee, das ist auch ein Lager. Und das ist... Befrage die Brüder. Und wir sind aktuell hier, dann gehen wir doch mal hier hin. Der Typ. Die Polizei ist gleich da drüben, also kann hier nichts schief gehen. Ich nehme jetzt mal absichtlich eine andere Karre. Weil wir können ja jetzt Autos klauen, ohne entdeckt zu werden. Und ich habe die Sensibilität runtergestellt, aber im Auto irgendwie... funktioniert die nicht. Also ich weiß nicht, es fühlt sich nicht anders an, aber sonst zum Bewegen fühlt sich's anders an. So, hier ist auch gleich ein Cop.
Dann schauen wir mal, was wir da so reißen können. Was? Kann ich hier nicht reinlaufen? Verzieh dich, Nigger. Hier hinter ist noch ein Verteilerkasten, den hole ich jetzt gerade mal zuerst. So und schwupps. Da sehen wir nämlich gleich mal alles hier auf dem Gelände. Wenn da noch irgendwas rum ist. Und hat es noch was aufgedeckt? Ja, hier ist noch was gekommen. Schleichen wir mal um dieses eher komische Gebäude herum. Achtung! Oh, hey, Vorsicht! Da ist auch gleich ein Telefon. Zwei Lastwagen voller Geld in Plastik eingewickelt. Meine Fresse. Was glaubst du, wo das herkommt? Das willst du gar nicht wissen. Aber die Leute hier, Mann, die sind echt krank. Das Blöde ist, die Polizei steht noch da. Alter! Nee, tschüss. Komm, schieß mich ab. Ja. Sah sehr cool aus. Oh, hier bist wir. 99.000, also 100.000 Schaden. Das hatten wir noch nie. So viel Schaden. Sind solche Plakate so viel wert? Das ist doch blöd, wenn gleich da so ein Kopf steht. Ja, 3.400 verloren ist jetzt nicht die Welt. So, jetzt fahren wir erstmal. Jetzt fahre ich erstmal hier hin zu dem Verteilerkasten. Da deckt es nämlich noch mehr auf. Also der sah ja strange aus. Und einmal mehr können wir hier den schnellsten Weg raus suchen. Hier ist er, glaube ich. Ohne Schallfaden. So, da brauche ich mal den hier noch. Ich bin in Frisco und könnte Nachschub gebrauchen. Komme schon, nur einen Augenblick. Siehst du was du brauchen kannst? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Wir brauchen Medic Packs, also Adrenalinspritzen. Eine schusssichere Weste tut auch gut. Schauen wir mal hier noch was rein. Ja, das ist sehr teuer. Automatische Waffen. Die Sniper wäre zwar auch super, aber die rüsten wir aus und die. Oh, das ist. Doch, das ist gut so. Die Munition ist voll. Das ist alles, was ich brauche. Kann man eigentlich die Karre klauen? Leider nein. Okay, dann bestelle ich noch eine Karre. Hier ist die Sensibilität. Wieso hat dieser Mann eine Waffe? Oh. Wir brauchen die Polizei hier drüben. Herr im Himmel, lauf weg! Was geht da vor? Das Glas gleich weggeschmissen. So, jetzt geht's. Und zwar diesmal. Aber dass der nicht in der richtigen in der Farbe angezeigt wird. Den will ich bauen. Ich bin in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Können wir hier durchfahren? Nee. Wir brauchen hier Hilfe. Ich glaube, wir fahren besser außenrum. Danke vielmals. Das ist eine große Hilfe. Wir müssen auch mal bei Burke ein paar Gefallen erledigen. Ich weiß nicht, wie viel haben wir noch? 4, 5. Ah, bei Cassandra haben wir nur noch 2. Gut, deswegen der Waffenlieferung. Die halt schon extrem in die Gefallen gehen. Zum Glück haben wir da mal ein paar gemacht letztens. So, da geht's.
Und jetzt hier rechts, dann haben wir nämlich diesen Verteilerkasten auch. Ich bin überzeugt, dass hier auch noch irgendwo was ist vom Lager. Und wenn wir schon 100.000 Schaden machen müssen, was ja doch eine rechte Menge ist. So, sieht uns da einer? Ich glaube nicht. Zack. Ja, und Sicherungen müssen wir auch noch sammeln. Momentan 0 Dollar in der Hand, aber 110.000 auf der Bank. So. Als nächstes geht's hier hin. Schau noch schnell, da drüben hätte es noch ein Plakat, aber komm. Okay, wir sollen das Versammlungszentrum überfallen. Das werden wir hoffentlich noch in dieser Folge hinkriegen. Sonst gab es ja eigentlich nur Pleiten, diese Folge. Aber 100.000 Schaden ist echt viel, habe ich das Gefühl. Das ist also auch ein Riesengeschäft, wenn man es so sehen muss. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. So, war irgendwie passend. Okay, da sind zwei. Ich suche noch nach einem anderen Weg. Weil die zwei immer so zwei zusammen, das ist blöd. Weil die sind taktisch immer so gesetzt. So, alle anderen sind da drin. Ah, da ist offen. Okay, das hörte sich nicht gut an. Das, du hast hier nicht... Keine Zeugen. So. Die anderen haben sich getrennt. Und der hat sich auch getrennt, jetzt bist du weg. So. Also was schaut denn der? Kommt der? Der läuft irgendwo hin. Aber hier ist viel... viel Zeugs herum. So, einer weniger. Und tschüss. Und das war's wohl schon. Und hier ist Geld. Ah, schön das Geld hier. Da drüben ist was Feuerfestes. Ja. So zerstöre ich auch immer mein Papier. Ja, also auf jeden Fall. Nicht irgendwie durch... Ah, so würde das gehen. Und so. Und so. So, Waffe wegstecken. Nächstes Ziel auswählen. Das wird dann... Das sind wohl wieder die. Das müssen wir nicht zerstören, anscheinend. Gut, dann klaue ich mir noch ihre Karre. Können wir nämlich auch wieder mal so ein, solch eine fahren, weil die überhaupt nicht fahren kann.
Das ist jetzt was ganz anderes. Die fährt sehr lahm an. Ja, kann aber auch kaum Kurven machen. So, und ich hoffe jetzt, dass die Polizei hier unten ist und nicht da oben. Hier ist ein Polizist. So, diesmal ist hier vorne, glaube ich, keiner. Ich gehe aber noch schnell den Playboy holen hier. Vor allem, wenn wir jetzt wieder sterben, habe ich immerhin was geschafft. So. Aha, wieder einer mehr. Und hier ist noch eine Sicherung. Können wir auch noch mitgehen lassen. Wer hat denn nicht eine Sicherung im Garten? Fast so lange wie die von Chester. Wir müssen unser Erbe schützen. So, jetzt lauft sie weg. Da schaut aber hier hin. Das ist das Problem. Sieht er mich? Er sieht mich nicht, dann nehmen wir erstmal den hier. Wow. So. Ja, komm. Laufen wir doch auf ihn zu. Schaut ja keiner. Wie macht Chester Moreau seine Kohle? Mr. Moreau lässt einige unserer anderen Jungs der Southern Union einen Job erledigen. Dickes Ding, geheim. Ach schon? Zum Geschäft. Meine Crew meldet sich. Dick haben wir hier. So. Und schnell wieder Waffe einpacken. Hier ist die Polizei sehr präsent. Und jetzt nehmen wir doch diese Karre mit hier. Warte, was steht da unten? Wäre auch noch eine Sicherung, oder was? Komm, das können wir uns schnell leisten, hier runter zu gehen. Hier schnell aufzubrechen. So. Denn wir brauchen diese Sicherungen, um uns die Vorteile zu verschaffen. So. Oh, renn hoch, schneller. Er hat schon das nächste Ziel genommen. Oh, hier haben wir... Zuerst gehen wir aber hier hin, denke ich mal. Da ist auch wieder so eine Versammlung. Jetzt hat es überall... Überall hat es jetzt Sachen. Da haben wir noch viel zu tun. Wenn es nicht ganz so groß ist, oder wir können auch die Vorräte zuerst machen, danach die Folge beenden und in der nächsten Folge das andere, weil das sieht eher wieder größer aus. Und hier ist die Polizei wirklich sehr präsent, also wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir dürfen da nichts mitkriegen. Oh, ja. Wie ich zum Beispiel falsch abbiege hier. Weil ich glaube, es ist ein teureres teurer Bezirk hier. Oder Hollow. Hollow. So, das ist da in der Garage drin. Hier hat jeder eine Villa. So, das haben wir auch. Und jetzt versuchen wir noch die anderen zwei Typen da. Wir können auch zerstören, ohne dass sie es mitkriegen. Vielleicht. Meine Kleine ist krank. Keine Ahnung, was ihr fehlt. Ah! Wir sollten mal nachsehen. Ich habe offensichtlich Angst.
So, dich habe ich. Die tut mir aber leid. Schade, sorry. Tut mir leid, dich nehme ich jetzt mit. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. So, da läuft noch der Radio. Und wir... Aber dass wir nicht alles miteinander anzünden können. Womöglich verbrennen wir uns hier doch. So, da ging alles in Flammen auf. Das war's mit dem Zeugs. Nächste Folge gehen wir hier hin. Da wird gebaut. Und ich würde sagen, das war diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hopp hier rein und bis zur nächsten Folge. Tschüss.